Hallo, ihr Simson-Verrückten, hier ist wieder der Mario aus Suhl. Heute will ich meinen Motor regenerieren. Der ist von der Simson-Bande aus Grevenau-Angstädt bei mir abgegeben worden. Das habt ihr aber sicherlich schon im MDR gesehen. Hallo, und hier ist der Rainer. Und ich werde Mario jetzt helfen, den Zylinder runterzumachen. Der ist nämlich festgerostet, da war kein Kopf drauf und da ist wahrscheinlich Wasser hineingelaufen. Und dann müssen wir den Kolben runterschlagen. Nee, kommt. Ja, der kommt. Das gehört auch mal dazu, dass mal was runterfällt. Ja, dafür ist da. Ja, ist gleich soweit. Ich sehe schon den ersten Kolbenring. So. Oh, das war eine schwere Geburt. Also der Kolben war ganz schön festgerostet, die Kolbenringe haben keine Spannung mehr, die sitzen komplett in der Nut. Das war ein schwieriger Fall, aber kein Problem, geht alles runter. Jetzt können wir schon mal den Seitendeckel abschrauben. Gucken, wie es da drin aussieht. Also solche Motoren kriege ich öfters, dass das so ist, dass das festgerostet ist, wenn die Motoren über 20, 30 Jahre irgendwo lagen, wo es extrem feucht ist, sieht man ja hier auch, dann ist das meistens so. Jetzt hebel mal den Deckel ab. So, da drinnen können wir jetzt schon mal gucken, wie das aussieht. Der Primärantrieb sieht einwandfrei aus, die Verzahnung sieht aus wie neu. Das ist schon mal schön. Motor umdrehen, dass das bisschen Öl, was drin ist, noch rausläuft. Dann kümmern wir uns erstmal um die Seite. Das da ist schon mal locker, die ganze Sache. Sicherungsblech aufschlagen fürs Ritzel. Das Ritzel ist schon locker, das können wir einfach so runterdrehen. Das da sind die Dichtkappen, die machen wir jetzt als nächstes runter. Ausgleichsscheibe. Aufpassen, dass man die nicht verliert. Die braucht man. Dichtkappe für die Kurbelwelle. Aber das spielt keine Rolle beim S50-Motor oder beim KR51. Das sind die gleichen, ob hinten oder vorne. Die kann man untereinander verwechseln, das macht gar nichts. Auch die Simmerringe, die da drin sind, sind auch die gleichen von Maßen. Die Ausgleichsscheiben sind 47 mm, die passen hier hinten nicht, da muss man aufpassen. Die hier hinten sind nämlich nur 42 mm, nicht dass man die verwechselt. Die ganzen Motorschrauben aufmachen, das sind 10 Stück. Wenn die Schrauben schwer aufgehen, dann einfach mal mit einem Hammerschlag drauf. Alter Schraubenzieher, mal einen kleinen Schlag oben drauf machen, dann gehen sie leichter auf die Schrauben. Sieht man dann immer erst, wenn der Motor zerlegt ist, wie er von innen aussieht. Aber so wie es bis jetzt aussieht, sieht er ganz okay aus. Jetzt nehme ich mir das Spezialwerkzeug, dass ich die Kupplungsfedern runterdrücken kann. Dann nimmt man einen kleinen Durchdrücker. Ich nehme hier den kleinen Sprengringzange, drücke das runter, den ganzen Körpergewicht. Und dann kann man die kleinen Stifte rausdrücken, so dass die Kupplungsdruckfedern hochgehen. Das sind 4 Stück. Das ist Nummer 4. Jetzt haben wir das alles auf. Jetzt können wir die komplette Kupplung runternehmen. Jetzt schlage ich die Sicherungsbleche auf vom Primärantrieb.
Das ist nämlich das Spezialwerkzeug, um die Kupplung festzuhalten. Die Nuss müssen wir reinschlagen, durch das Sicherungsbrett, da das ein bisschen verbogen ist. Auch schon ganz schön locker, das sollte schon ein bisschen mehr fest sein. Jetzt können wir das wieder rausnehmen. 17er Nuss. Und jetzt ganz wichtig, wenn man hier dazwischen geht, dass es dafür kein Spezialwerkzeug gibt, dann auf jeden Fall was Weiches nehmen. Also es muss weicher sein als der Primärantrieb. Der Primärantrieb ist aus Stahl. Wir nehmen jetzt was aus Alu. Wird auch was aus Kupfer gehen. Falsche Seite. Jetzt klemmen wir das hier dazwischen. Dann drehen wir das auf. War auch nicht besonders fest. Ist natürlich gut, wenn man es locker machen muss. Also ich gehe jetzt los. Kratze erstmal die Dichtung ab, weil wir den Zylinder nachher bearbeiten wollen. Der Mario macht eine Zeit weiter. Genau, ich mache jetzt hier die Mutter auf fürs Primärritzel. So, Sachen legen wir jetzt wieder vor uns, dass sie nicht wegkommen. Und jetzt können wir schon den Primärantrieb runternehmen. Da ist eine Sintermetallbuchse drin in dem Primärantrieb. Die gucken wir uns an, ob die gut aussieht. Die ist nicht eingelaufen, die können wir auch wieder nehmen. Ganz wichtig, unter der Buchse ist noch eine Scheibe, die brauchen wir auch. Das legen wir uns wieder so weg, gleich so hinstellen, wie es sich gehört. Dann habt ihr es einfacher. Das Primärritzel ist ziemlich fest, dann nehmen wir uns einfach zwei Schraubenzieher zur Hilfe, gehen da drunter und hebeln das einfach so ein bisschen raus. Legen wir uns auch wieder ganz wichtig, dass wir das so hinlegen, wie wir das rausgemacht haben, nicht verkehrt rum dann nehmen. Dann macht der Primärantrieb Geräusche, also wieder genauso nehmen, wie er drin war. Ganz wichtig. Den Motor schwenken. Jetzt kommen hier drei Kupplungsdruckstifte. Ein langer, dann kommt ein kurzer und wieder ein langer. Ganz wichtig, dass die in der Reihenfolge sind. Dass nicht der kurze bis hinten sitzt oder bis vorne. Also der muss genau in der Mitte sitzen. Jetzt habe ich aus der Seite alles rausgebaut, aus der Kupplungsseite. Jetzt können wir den Motor schwenken. Die andere Seite, jetzt kontrollieren wir nochmal, ob alle Schrauben draußen sind. Die habe ich alle rausgemacht, alle 10 Stück. Jetzt können wir den Abzieher nehmen. Der wird hier drauf geschraubt. Mit den beiden Stellschrauben, die hier sind, drücke ich auf die Wellen. Einmal auf die Kurbelwelle und einmal auf die Abtriebswelle. Immer gleichmäßig drehen, dass es nicht verkantet. Und schon können wir den Motor auseinanderziehen. Ein bisschen aufpassen bei den S50 Motoren, wie man hier haben. Bleibt manchmal was von der Schaltung hier drüben drin hängen und die Kupplungswelle. Wenn man da zu sehr dran zieht, hier ist eine Kugel drin und eine Feder, fällt das auseinander. Deswegen immer vorsichtig sein. Jetzt nehmen wir die ganzen Sachen nacheinander raus. Das ist die Kickstarterwelle. Die gucken wir uns jetzt schon mal an, wie die aussieht. Oft ist das die ersten paar Zähne hier fehlen. Das sieht hier aber noch gut aus. Die Kickstarterwelle können wir wieder nehmen. Kickstarterfeder, da passiert eigentlich nie was mit. Jetzt die Zahnräder vom Motor. Kickstarterrad angucken, ganz wichtig. Die beiden Verzahnungen, die hier sind, dass die noch vorhanden sind. Mal nehmen, ineinander greifen lassen, dass die auch mitnehmen. Weil wenn die Kanten hier rund sind von den beiden Rädern, rutscht der Kickstarter durch. Die Zahnflanken angucken, das sieht auch noch top aus. Jetzt der Motor scheint nicht viel gefahren zu sein. Das Schaltrad angucken, das sieht auch noch gut aus. Oft sind, dass die Kanten hier ganz rund sind, aber hier sieht das noch vertretbar aus. Wenn das nicht ist, braucht man das auch neu, aber das können wir auch wieder nehmen. Das ist die Scheibe, die sitzt bei der kleinen Feder. Die sitzt hier oben drauf, da stellen wir uns jetzt auch wieder so hin, dass das nicht verloren geht. Und jetzt können wir die Wellen rausmachen. Auch einen vorsichtigen Schlag, das geht meistens ganz leicht. Da haben wir das, jetzt gucken wir uns die Welle noch an, das ist die Abtriebswelle. Das Zahnrad sieht gut aus, das können wir auch nehmen. Die Abtriebswelle, das sieht nicht mehr gut aus.
Das sieht man hier ganz gut. Das Profil, das sollte eigentlich in dem gleichen Durchmesser hier weitergehen. Und hier sieht man ja eine Kante drin, dass das hier extrem eingelaufen ist. Das ist immer, wenn das Ritzel nicht richtig fest war. Merkt man ja, wie viel Spiel das hier hat. Deswegen immer darauf achten, dass das Ritzel richtig fest ist. Sonst sieht das nämlich genau so aus. Das hätte nicht mehr lange gedauert und dann wären die Kanten ganz weg gewesen. Also die Welle können wir auf jeden Fall nicht wieder nehmen. Jetzt nehmen wir wieder ein Stückchen Alu, den Hammer, schlagen auf die Kurbelwelle. Die Kurbelwelle können wir auch nicht wieder nehmen. Die ist auf der Seite eingelaufen, das sollte aussehen wie auf der Seite matt. Und auf der Seite glänzt. Wenn das so glänzend ist, hat sich das Lager auf der Welle gedreht. Damit ist die Welle hinüber. Jetzt können wir die alten Lager rausschlagen. Motor rumdrehen. Wieder einen Schraubenzieher zur Hilfe nehmen. Den alten Simmerring raushebeln. Motor wieder drehen. Hinter dem Lager ist immer eine Ausgleichsscheibe. Ja, mal hier. Legen wir es auch wieder zur Seite. Auch nicht vergessen, sonst sitzt die Kurbelwelle nicht mehr mittig. Jetzt haben wir schon alles raus. Jetzt müssen wir nur noch die Dichtung abkratzen und dann können wir den Motor sauber machen. Das geht manchmal ein bisschen schwieriger. Kommt immer darauf an, wie lange der Motor gefahren worden ist. Hier geht es ganz gut runter, die Dichtung. Auch wichtig darauf achten, dass die Dichtfläche richtig schön sauber ist, dass der Motor auch dicht wird. Nicht, dass da noch alte Dichtung hängt. Das habe ich nämlich ganz oft. Und Leute, die einen Motor selber regeneriert haben, dass dann überall noch Dichtungsreste hängen. Und die wundern sich dann, warum der Motor nicht dicht ist. Also immer schön drauf achten. Lieber eine Minute mehr sauber machen als zu wenig. Die Dichtungsfläche haben wir jetzt sauber. Jetzt drehen wir uns die ganze Sache nochmal und gucken nach den anderen Dichtflächen. Die roten Dichtungen, die gehen sehr, sehr schwer runter. Die Dichtfläche ist jetzt auch sauber. Jetzt kommt noch die vom Zylinder dran. Wenn wir den Motor einmal eingespannt haben, geht das am schönsten. Deswegen gleich alles sauber machen. Umso weniger Arbeit habt ihr danach. Auch ganz wichtig, dass die schön sauber ist. Sonst zieht der Zylinder Nebenluft am Zylinderfuß. Und dann geht er höchstwahrscheinlich fest. So, sauber. Jetzt haben wir alle Dichtflächen sauber. Jetzt kann ich den Motor ausspannen aus der Vorrichtung. Gehe bei mir auf die Waschbank und mache den Motor sauber. Für alle, die keine Waschbank haben, nehmen entweder Bremsenreiniger oder Waschbenzin oder was auch immer. Hauptsache er ist schön sauber, dass kein Dreck reinfällt, wenn man zusammenbaut. Ich nehme jetzt den Zylinder, spanne den auf, weil wir den ausdrehen müssen. Der ist innen ziemlich verrost. Und damit er schön rund wird und fürs Übermaßkolben vorbereitet ist, machen wir den jetzt einmal auf die Drehbank drauf. So, jetzt ziehe ich den leicht an. Danach muss ich ihn mit der Messuhr ausrichten, damit er schön rund läuft. Ist natürlich bei dem Ding schwierig, weil er innen total verrostet ist. Auf irgendeinen Punkt, wenn ich den jetzt drehe, sieht man, wie die Uhr ausschlägt, weil er nicht rund läuft. Das ist ein bisschen ein Geduldsspiel. Ja, wir kommen schon näher. Jetzt sind es noch 1,5 Zehntel. Jetzt haben wir 2 Hundertstel. Besser, wenn wir den hier nicht hinkriegen zum Laufen. Aber 2 Hundertstel heißt, dass er auf jeder Seite 1 Hundertstel aus der Mitte ist. So, jetzt ziehe ich noch mal ein bisschen mehr an. Guck noch mal auf die Uhr. Läuft gut. So,
ausgedreht ist er. Wir haben sogar hingekriegt, dass wir mit dem ersten Übermaßkolben hinkommen. Die Übermaßkolben gibt es alle 2,5 Zehntel Millimeter, also 25 Hundertstel. Und ich hätte nicht gedacht, dass wir den rauskriechen, weil der so sehr verrostet war. Haben dann aber schön keine Schatten drin gelassen, schön rausgekriegt. Jetzt spannen wir ihn auf die Hohnmaschine und schleifen ihn innen. Erste Messung. So, jetzt sind wir auf 26. Das ist 40, 10, 20, 26. Und 26 muss er sein, denn der Kolben ist 40,22 und da haben wir 400stel Spiel und genauso muss es sein. Zylinder ist neuwertig. So, Zylinder ist geschliffen. Dem gebe ich jetzt Mario, dass der ihn draufbauen kann. Prima. Einmal frei, ja? Ja. Jetzt fangen wir wieder an. Scheibe vorne bei der Kurbelwelle nicht vergessen, dass die Kurbelwelle mittig steht. Jetzt können wir die ganzen Lagersitze warm machen. Das kann man auf einer Herdplatte machen, das kann man mit einem Brenner machen. Ich mache das mit einem Brenner. Jetzt sind die Lagersitze heiß genug. Es muss so heiß sein, dass die Lager von alleine reinflutschen. Man verkantet das ein bisschen, dann einfach mit dem Hammerstiel einfach mal einen leichten Schlag drauf, bis sie hinten sitzen. Da haben wir das schon. Jetzt bauen wir das Getriebe zusammen. Dazu machen wir erst die Lagersitze wieder warm, dass die Wellen auch leicht in die Lager reingehen. Dazu auch die Lager einfach ein bisschen warm machen, aber darauf aufpassen, dass sie nicht ausglühen, die Lager, nicht dass sie blau werden. Deswegen einfach nur kurz warm machen. Das erste Gangrad. Darauf achten, wie rum das kommt. Mit der eingestochenen Seite kommt das nach unten. Also so rum muss das Lager sitzen. Ja, nicht das Lager, sondern das Zahnrad natürlich. Auch mit einem leichten Schlag einfach mal drauf. Das zweite Gangrad, brauchen wir das große und das kleine. Hier haben wir das kleine. Die große Aussparung für das große Zahnrad und die kleine Aussparung für das kleine. Jetzt wieder einen Schraubenzieher zur Hilfe nehmen, den Schwenkarm hier drinnen hochheben, weil der ist jetzt heiß. Und jetzt darauf aufpassen, dass die Gabel genau hier in den Zapfen drin ist. Ganz wichtig, sonst funktioniert die Schaltung nicht. Sehen wir die Kickstarterwelle, aufpassen, Scheibe, unter die Kickstarterwelle, Kickstarterfeder. Jetzt ist hier ein Loch und da muss die Feder drinnen sitzen. Kickstarterwelle nach rechts drehen, bis sie genauso steht, wie ich sie jetzt hier gemacht habe. Dann hat man hier einen Arretierbolzen, der kommt genau da rein. Jetzt einfach mal zur Überprüfung logisch denken. Der Kickstarter geht nach unten. Das Zahnsegment geht dann da an das Zahnrad, was wir gleich verbauen. So muss das aussehen. Scheibe auf die Kickstarterwelle. Ist genau die gleiche, wie auch unten drunter ist. Kann man nicht verwechseln, ganz egal. Da drauf. Jetzt geht es weiter mit dem Getriebe. Da drauf aufpassen. Das Zahnrad muss man darauf achten, dass der Bund, der hier ist, das nur auf einer Seite von dem Zahnrad, dass der genau Richtung Lager ist. Auf der Seite haben wir das nicht und auf der Seite haben wir das. Das war nämlich schon mal verkehrt rum verbaut.
sieht man hier nämlich die Schleifspuren von dem Lager und das ist so rum nicht richtig. Also genau andersrum rein. Der Bund sollte es Richtung Lager zeigen. Jetzt kommt die, wo wir schon überprüft haben, dass die Verzahnung noch gut ist. Jetzt fehlt uns noch eine Hülse. Hier haben wir die Hülse. Die Hülse kommt hier auf die Welle. Geht manchmal ein bisschen schwer. Das drückt sich dann mit dem Lager runter. Das ist jetzt nicht schlimm. Feder auch nicht vergessen. So, da haben wir die Scheibe. Scheibe auch nicht vergessen. Die liegt am Lager an. Jetzt als nächstes brauchen wir die beiden Getriebelager, Abtriebswelle und das ist das 6000er Lager für die Kupplungswelle. Die machen wir jetzt auch leicht warm und dann setzen wir sie drauf. Als Hilfe, dass es auch ganz unten ist, können wir uns einfach einen alten Zündkerzenschlüssel zur Hilfe nehmen und dann steckt man das drauf, das Lager. Auch wieder aufpassen, dass es nicht ausglüht. Auch mal einen kleinen Schlag drauf machen. So, bis das Lager ganz unten sitzt. Das sieht gut aus. Das 6000er Lager noch. Wirklich schon schön vorsichtig machen, dass die Lager nicht blau werden. Das ist das Letzte, was wir wollen. So, und schon haben wir das Getriebe fertig. Jetzt machen wir die Kurbelwelle rein. Jetzt machen wir das Lager von innen wieder warm. Darauf achten, dass nur der innere Käfig warm gemacht wird. Ich habe zwar extra einen Einzieher, um die Kurbelwelle reinzuziehen, aber das hat ja nicht jeder zu Hause. Deswegen versuchen wir das jetzt mal ohne. Ganz wichtig, nicht vergessen, den Zimmerring reinzumachen. Bei der S51 wird er von außen reingemacht, bei der S50 von innen. Wenn man den vergessen hat, wäre schlecht. Nicht zu weit hinterdrücken. Jetzt nehmen wir die Kurbelwelle. Setzen die Kurbelwelle rein. So, und schon sitzt sie ganz unten. So einfach geht das, ohne Kurbelwelleneinzieher. Jetzt können wir die Dichtung nehmen, können die auflegen. Ich habe noch originale DDR-Dichtung. Da kann man sich auf jeden Fall sicher sein, dass die dicht sind. Aufpassen, dass sie richtig schön liegen überall. Jetzt haben wir hier die andere Seite. Jetzt gibt es da noch einen Trick. Hier ist ja das 6000er Lager. Wie kriegt man das am besten raus? 6er Stehbolzen, Mutter hier reinfallen lassen. Dafür gibt es zwar auch speziell Abzieher, aber den hat auch nicht jeder. Deswegen schon hängt das dran. Jetzt gehen wir einfach einen Schraubstock damit. Spannen wir das in den Schraubstock ein. Plasterhammer oder Gummihammer nehmen, ganz egal. Hauptsache keinen Stahlhammer. Und schon haben wir das Lager draußen. Ganz ohne Spezialwerkzeug. Spannen wir uns die Motorgehäusehälfte hier ein. Müssen wir auch wieder heiß machen. So, heiß genug. Wieder wichtig, nicht vergessen. Zimmerring. Können wir die Gehäusehälfte auf die andere machen. Wie gesagt, nochmal gucken, dass die Dichtung schön sitzt. So. Das geht manchmal ein bisschen schwierig. Schon haben wir zusammen. Jetzt gucken wir nochmal, dass die Dichtung schön sitzt, dass sie nicht allzu weit raussteht. Dann schnappen wir uns die Schrauben. Schrauben den Motor wieder zu. Man sollte man sich schon ein bisschen beeilen dabei, weil die Lagersitze jetzt noch warm sind. Darauf achten, welche Schrauben wohin gehören. Die längste Motorschraube von der S50 sitzt hier hinten. Dann haben wir drei gleich lang, die, die und hier hinten. Dann kommt hier eine, das ist so ein Zwischending und die kürzesten sind die fünf Stück hier. Wenn der Motor kalt ist, sollte man die Schrauben nochmal nachziehen. So, jetzt auch ganz wichtig, Ölleitscheibe kommt hier vorne bei der Kurbelwelle rein.
Gucken, dass sie schön gerade drinnen sitzt. Der Lagersitz hier ist noch heiß. Jetzt müssen wir das Lager in der Mitte noch heiß machen. So, heiß genug. Zange nehmen. Anfassen. Wieder was suchen, wo wir uns das Lager mit nach unten schlagen können. Das hört man dann, ob das Lager ganz unten ist. Nicht zu dolle schlagen. Und dann sollte sich das auch schön bewegen. Da müssen wir noch mal was machen, dass sich das schön bewegt. Das machen wir dann aber erst, wenn der Motor kalt ist. Restlichen Motorschrauben rein. Die Motorschrauben möglichst noch mal nachziehen, wenn der Motor kalt ist, weil das setzt sich alles noch ein bisschen. Ja, und dann sollte der Motor auch dicht sein. Die Seite lassen wir jetzt erstmal. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die andere Seite. Gucken, dass die Kurbelwelle mittig steht. Das macht sie. Das ist schön. Jetzt drehen wir die ganze Sache hier rüber. Und dann merkt man, dass das ziemlich schwer geht. Dazu einfach wieder ein Stückchen Alu nehmen. Ganz leicht auf die Welle. Die Kupplungswelle, die soll schön leicht gehen. Das macht sie jetzt. Genauso soll es sein. Jetzt schnappen wir uns wieder die Ausgleichsscheibe für die Kupplung. Die Sindermetallbuchse für den Kupplungskorb. Die hatten wir uns vorhin schon angeguckt, dass die noch okay ist. Die sieht noch sehr gut aus. Jetzt nehmen wir den Kupplungskorb. Aufsetzen. Das passt alles sehr schön. Jetzt habe ich zwei neue Sicherungsbleche. Einmal für die Kurbelwelle und einmal für die Kupplung. Jetzt können wir die Kupplung festziehen. Das sollte schon gut fest sein. Aber bloß nicht übertreiben. Nicht, dass man die Welle abreißt. So, das passt. Das sollte sich noch schön leicht drehen. Nicht, dass man die Buchse gestaucht hat. Wenn man die Buchse gestaucht hat, wäre das nicht gut. Als nächstes Primärritzel. Jetzt drehen wir uns die Kurbelwelle so, dass der Keil nach vorne zeigt. Da kann man sich das am schönsten merken. Wie gesagt, darauf achten, dass es auch wieder genau so rum drauf kommt, wie es war. Also nicht verdrehen. Jetzt können wir das auf die Kurbelwelle setzen. Das Primärritzel geht auch manchmal schwer drauf auf den kleinen Keil, der da vorne ist. Jetzt machen wir einen kleinen Schlag da vorne drauf. Aber immer darauf achten, dass der Keil nicht rausgeht. Das ist auch wichtig. So, schon ist es drauf. Falls es noch nicht ganz drauf ist, ist auch kein Problem, das ziehen wir dann mit der Mutter runter. Jetzt können wir das noch festziehen. Dazu wieder das Stückchen Alu nehmen. Einfach hier dazwischen gehen. Jetzt sind wir einen kleinen Schraubenzieher. Schlagen uns das Sicherungsblech um. Einfach nur, dass es ein Stückchen hoch steht. Den Rest machen wir dann mit der Zange. Jetzt drehen wir uns den Motor nach oben, setzen den Kupplungshebel wieder ein. Darauf achten, hier ist eine kleine Nase von der Feder, dass die auch da sitzt, dass er auch eine Wirkung hat. Jetzt drehen wir uns den Motor wieder zurück, nehmen die Kupplungsdruckstifte, erst den lang, dann den kurzen und wieder den lang. Die beiden langen sind gleich lang, da spielt das keine Rolle, welcher zuerst kommt. Jetzt nehmen wir die Feder für die Schaltung, dass der Hebel, der Schalthebel wieder neutral zurückgeht. Ein bisschen aufpassen, dass er nicht zurückschnippt, das könnte wehtun. Das ist die Hohlwelle, wo der Schalthebel drauf sitzt. Jetzt das Teil, das sitzt hier oben drin, das kann man gar nicht verkehrt reinbauen. Das geht nur an einer Stellung reinzubauen. Als nächstes gucken wir uns die Kupplungsscheiben an. Auch ganz wichtig, hier sind die kleinen Bolzen und die dicken Bolzen. Das kommt auf die dicken Bolzen drauf. Auf die dünnen Bolzen kommen dann die Federn drauf. So muss das sein, immer auf die dicken Bolzen. Alles schön abwischen. Die Stahlscheiben, die laufen eigentlich nie ein. Da kann man ja mal drüber fassen. Da ist gar nichts mit.
für leistungsgesteigerte Motoren gibt es dann entweder eine 5-Lamellenkupplung, das ist eine 4-Lamellenkupplung, oder stärkere Federn gibt es auch noch. Ist jetzt bei dem Motor aber nicht notwendig. Die Kupplungsdruckplatte hier, die geht normalerweise auch nie kaputt. Das Einzige, was hier dran kaputt gehen kann an der Druckplatte, ist der Kupplungsdruckstift hier, wo das Gewinde drin sitzt, dass das Gewinde rausreißt. Aber ist auch höchst selten der Fall. Deswegen, das ist für die Ewigkeit gebaut. Dann der Topf, jetzt einfach genau wie wir es rausgebaut haben auch. Erst der Topf, dann die Feder, dann der kleine Topf noch. Jetzt nehmen wir uns wieder das Spezialwerkzeug zur Hand. Wer das nicht hat, kann sich auch eine alte Nuss nehmen, kann da einen Schlitz reinfräsen. Das kriegt man hin. Runterdrücken, gucken, wo das Loch ist für den kleinen Bolzen. Schon haben wir den ersten drin. Das machen wir jetzt mit den restlichen dreien genauso. Schon haben wir die Kupplung fertig. Hier drüben ist auch alles drin. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, haben wir eine neue Deckeldichtung. Geht auch nur in eine Richtung drauf zu machen, wo die beiden Arretierstifte sind. Kann man auch nicht verwechseln. Jetzt hole ich den Seitendeckel noch, mache in den Seitendeckel den neuen Zimmerring rein und können wir zuschrauben. Jetzt drücken wir den wieder rein. Entweder kriegt man mit den Fingern reingedrückt, wenn nicht, einfach wieder mit der Rückseite vom Hammer einfach hier auflegen und reindrücken. Geht ein bisschen schwer, aber geht. Zimmerring sitzt bis hinten. Top. Setzen wir den Deckel drauf. Schrauben rein. Fertig. Die längste Schraube beim Seitendeckel bei den S50 sitzt hier oben. Dann haben wir noch zwei mittellange. Oder drei besser gesagt. Eine sitzt hier vorne. Die andere sitzt hier. Hier oben. Und die kürzeste sitzt da, wo die Vertiefung ist. Gucken, dass die Schrauben leicht reingehen. Wenn die Schrauben leicht reingehen, wissen wir genau, dass die Dichtung nicht im Weg sitzt. Schön festmachen. Schon haben wir die Seite zu. Jetzt drehen wir uns den Motor wieder zurück. Jetzt haben wir hier oben die Dichtung, die übersteht. Dazu nehmen wir ein Messer. Dichtung bündig abschneiden. Dichtung auflegen. Wie gesagt, darauf achten, dass die Dichtfläche sauber ist. Jetzt machen wir die ganzen Schrauben nochmal schön fest. Der Motor ist soweit abgekühlt. So, Schrauben alle fest. Jetzt machen wir nochmal einen kleinen Schlag, ob das Lager auch ganz unten ist. Jetzt ist das Lager ganz unten. Hört man ganz gut. Das gleiche nochmal bei der Kurbelwelle. Die ist ganz unten, hört man auch schön. Bewegt sich auch alles schön. Ausgleichsscheiben nehmen. Wenn man eine neue Kurbelwelle verbaut, haben meistens immer ein unterschiedliches Maß von der Breite. Da wäre es ratsam, wenn man Ausgleichsscheiben zu Hause hat. Wenn nicht, muss man sich welche bestellen. Das sollte eigentlich schon perfekt ausgeglichen sein. Wenn das nicht perfekt ausgeglichen ist, kann das sein, dass die Lager im Gehäuse wandern und dann sind die Lagersitze irgendwann kaputt. Das ist perfekt, das merkt man, wenn man drüber fährt. Das soll eine Ebene haben. Das gleiche bei der Kurbelwelle auch. Hier haben wir Glück gehabt, dass es zufälligerweise genau das richtige Maß hat. Jetzt können wir die Dichtkappen wieder nehmen, Zimmerringe reindrücken. Entweder es geht auch mit der Hand, wenn nicht, müssen wir nachhelfen. Das auch schön bündig abschließt. Dichtung für Dichtkappen. Jetzt muss man das beachten. Hat eine Aussparung. Weil beim S50 werden die Kurbelwellenlager mit dem Getriebeöl geschmiert. Deswegen darauf achten, dass die Aussparung genau da sitzt, wo die Öffnung ist. Das haben wir. Auch hier haben wir eine Aussparung in dem Blech. So, das passt schön. Jetzt nehmen wir uns wieder die drei Schrauben, schrauben das zu. Jetzt gibt es das aber zu beachten. Erst den Zimmerring wieder reinmachen. Nee, hinten verhält sich das ein bisschen anders. Jetzt die Buchse. Hinten auf die Welle draufsetzen. Das ist da, wo das Ritzel anschlägt. Auch nicht vergessen.
Dichtung, jetzt aber nicht mit der Aussparung nach unten, sondern nach oben. Bei der Dichtkappe genauso, ist auch wieder die Aussparung nicht nach unten, sonst läuft da das Öl rein und läuft unten raus. Deswegen nach oben. Die drei Schrauben hinten sind meistens ziemlich dreckig, dann einfach sauber machen. Oder wenn sie kaputt sind, austauschen. Jetzt haben wir das, jetzt brauchen wir noch ein oberes Nadellager, ein neues. Die Lager sind schon vorgeölt, wer kein vorgeöltes hat, dann einfach ein bisschen Öl dran machen. Jetzt haben wir hier unseren neuen Kolben. Unsere Anlaufscheiben vom Kolben, die gucken wir uns jetzt an, ob die noch gut sind oder ob die eingelaufen sind. Die Scheiben sind jetzt nicht eingelaufen, haben einfach nur eine leichte Verfärbung, mehr nicht. Wer nicht so viel Erfahrung damit hat, nimmt einfach ein bisschen Fett und klebt sich die Scheiben hier oben dran, ans Bläulauge. Ich brauche das nicht, ich nehme eine Seite, stecke sie mir hier rein, dass es auf dem Kolbenbolzen drauf ist, setze das vorsichtig hier auf. Nicht zu weit. Drehen wir den Motor. Aufpassen, dass die Scheiben nicht ins Kurbelgehäuse fallen. Ist sonst ein bisschen fummelig rauszukriegen. Schon habe ich den Kolbenbolzen drin. Jetzt drehen wir den Motor so zur Seite. In den Kolben haben wir zwei Nuten, wo die Sicherungsringe reinkommen. Hier sehen wir die Nut noch nicht. Dann einfach den Kolbenbolzen ein Stückchen runterdrücken. Jetzt sehen wir hier die kleine Nut. Jetzt sehen wir uns den Sicherungsring. Ich mache das immer mit einem kleinen Schraubenzieher, ist aber ganz egal, kann man auch mit einer kleinen Spitzzange machen. Reindrücken, nochmal kontrollieren, dass er auch richtig in der Nut sitzt, auch ganz wichtig, nicht dass der raushüpft. Der sitzt ganz drin, auf der anderen Seite jetzt genauso. Auch wieder kontrollieren, dass er ganz drin sitzt. Jetzt können wir den Zylinder montieren. Hier haben wir zwei so kleine Bolzen, einmal hier auf der Rückseite. Genau da sollten die Kolbenringe dazwischen sitzen. Den Zylinder habe ich jetzt schon vorgeölt, die Laufbahn. Die sollte ein bisschen vorgeölt sein. Jetzt drücken wir die Kolbenringe zusammen. Nummer 1 haben wir. Motor wieder drehen. Hier haben wir den zweiten Sicherungsstift. Genau das gleiche Spiel auch wieder. Jetzt brauchen wir hier nur noch einen Zylinderkopf. Zylinderkopf habe ich hier liegen. Der wird so rummontiert, dass das Gummi, das Dämpfungsgummi nach hinten zeigt, also Richtung Einlass. Zylinderkopf drauf, Unterlegscheiben. Schraubt man die vier Muttern fest. Leicht anfädeln. Schön über Kreuz, nicht einseitig festziehen. Den Fall hatte ich letztens erst. Wenn man das einseitig festzieht, zieht man den Zylinderkopf nur hinten fest. Vorne liegt er nicht richtig auf, da hat man keine Kompression. Es könnte auch sein, dass man den Zylinder verzieht. Das ist, wollen wir alles nicht haben. Deswegen schön locker festziehen erstmal und dann über Kreuz festziehen. Das soll mit 7 Newtonmeter festgezogen werden. Wer keinen Drehmomentschlüssel hat, einfach locker anziehen. Nochmal kontrollieren. Bloß nicht zu fest machen. Das sind nur 6er Stehbolzen, kleine Muttern. Da geht ganz schnell das Gewinde kaputt. Locker festziehen. Jetzt machen wir gleich noch eine Funktionsprobe. Dazu schnappen wir uns einen Kickstarter. Stecken den auf die Kickstarterwelle. Muss nicht ganz drauf sein, ist ja jetzt ganz egal. Jetzt gucken wir, dass der Kolben auch nicht anschlägt. Schlägt nicht an. Immer. Bis es nicht anschlägt, können wir die Zündkerze reinmachen. Das sollte man immer probieren, wenn die Zündkerze draußen ist, sonst kann man das nicht richtig beurteilen. Zündkerze auch nicht zu festziehen, nicht dass man das Zündkerzengewinde rausreißt. Da ist ein Dichtring unter der Zündkerze, zeige ich nochmal. Der muss sich ein bisschen stauchen, das merkt man. Wenn die Zündkerze fest ist, ist sie fest. Jetzt liegt es an, die Zündkerze. Jetzt merke ich, dass ich den Dichtring zusammenstauche. Jetzt ist er zusammengestaucht, Zündkerze fest. Vorsichtshalber stecken wir jetzt den Kickstarter nochmal drauf und gucken, dass wir auch Kompression haben.
Wie man hört, haben wir Kompression. Schnappen wir uns noch einen Schalthebel. Kontrollieren, dass die Gänge funktionieren. Das lässt sich aber am schönsten machen, wenn wir das Ritzel noch montieren. Motor wieder auf die Seite drehen. Ritzel hat kaum Spiel auf der Welle. So soll es sein. Dann haben wir hier noch ein neues Sicherungsblech. Das Sicherungsblech ist auch gleichzeitig dafür da, die Nase, die hier dran ist, nicht umbiegen. Das ist gleichzeitig für den Tachoantrieb, dass der Tachoantrieb funktioniert. Die muss genauso stehen bleiben, wie sie jetzt steht. So, jetzt gucken wir einfach, wo das Sicherungsblech hier zu Ende ist. Und da biegt man das einfach um. Wie gesagt, nicht die große. Jetzt drehen wir den Motor wieder auf die Seite und kontrollieren, dass die Gänge funktionieren. Jetzt haben wir den ersten Gang drin. Leerlauf. Zweiter Gang. Dritter Gang. Nochmal runterwärts probieren. Zweiter. Leerlauf. Erster Gang. Funktioniert alles. Schraubt man den Schalthebel wieder ab. Kontrollieren noch die Kupplung, dass die funktioniert. Dazu wieder den Kickstarter nehmen. Jetzt ist die Kupplung nicht gezogen. Jetzt sehen wir, dass sich die beiden Wellen drehen. Abtriebswelle, Kurbelwelle. Jetzt sehen wir uns den Katzenschlüssel zur Hand, ziehen die Kupplung. Kupplung funktioniert, die beiden Wellen drehen sich nicht. Das hat man manchmal bei den alten Motoren, dass der Zahn auf Zahn steht, wegen dem halben Zahnsegment. Dann einfach mal leicht drehen. Funktioniert. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist noch Öl in den Motor zu machen. Und dann wäre er komplett. So schnell geht's, haben wir den Motor schon fertig. So, das war's auch schon wieder mit der Motorregeneration. Wenn euch das sehr gut gefallen hat, dann guckt ihr euch einfach das nächste Tutorial an. Und ich verabschiede mich auch. Tschüss, euer Rainer.